an den Start zur Straßenweltmeisterschaft über 46 Kilometer auf dem Nürburgring zu gehen. Tief übers Lenkrad gebeugt, an Steigungen auf den Pedalen stehend, ließen sich die stahlharten Damen 6 Runden lang mit ihren männlichen Kollegen verwechseln. Im Ziel lag die Belgierin Yvonne Reinders klar in Front. Zum 4. Mal opferte sie ihren Charme einem sportlichen Erfolg auf der Straße. Die Italiener Motta und Gimondo, Titelverteidiger Simpson und Deutschlands Rudi Altig starten als Favoriten. Von Runde zu Runde lichtet sich das Feld. Die Favoriten fahren ein taktisch kluges Rennen. Mehr als 200 der insgesamt 273 Kilometer lassen sie die anderen führen. Erst kurz vor dem Ziel schließt Rudi Altig zur Spitzengruppe auf. Seinem Endspurt ist auch Anck Thiel nicht gewachsen. Zum ersten Mal trägt Altig das Trikot des Straßenweltmeisters.